27. Juni war das, glaube ich. Ja, genau. Juni. Juli, Juni. Eins von beiden. An diesem Tag war ein Sonntag und dann war ich mit Auferstehungsglocke im Turm oben. Es war schön, das Folgeleute aus dem Turm zu genießen. Ich hatte auch meine Aufnahme gemacht, meine Tonaufnahme dazu. Doch auch als ich zu Hause war, habe ich gemerkt, Tonaufnahme der Kamera, scheiße. Ich werde sagen, für das Wort, grusig, würden wir sagen, schrecklich, nicht zu gebrauchen. Scherbele auf Schweizerdeutsch. Und der Kameraton, eben das Tonaufnahmegerät, hat leider leer aufgenommen. Warum auch immer, habe das in der Reihe falsch eingestellt gehabt. Muss ich nächstes Mal besser machen. Ja, kenne mich mit dem Tonaufnahmegerät leider zu wenig aus, dass das die meisten Glocken-YouTuber benutzen. Das TCM2, irgendwie so heißt es. Ja. Und ich werde dieses Jahr nochmal hochgehen und einem anderen Glockenfreund, ich heiße Glocke, und ich werde schauen, dass ich dann mein Tonaufnahmegerät auch wirklich richtig eingestellt habe. Und dann gibt es mein nächstes Turm-Innen-Video. Auch wenn es nicht so perfekt ist wie das von Auferstehungsglocke. Der Film ist wirklich super, auch die Tonaufnahme. Ich habe zwar so etwas gespielt an meinem Computer und habe das Tonaufnahmegerät ja nicht gebrauchen können, diese Aufnahme ist leer. Also habe ich den Ton von der Verstehungsglocke mal hinten dran gefügt und überlegt, ob ich es hochladen soll oder nicht, und habe dann gedacht, ich lade es nicht hoch, weil es nicht meine Tondatei ist und ich möchte das Verstehungsglocke einfach nicht antun, seinen Ton zu verwenden. Deshalb habe ich jetzt beschlossen, dass ich nächstes Mal einfach besser darauf achte, dass mein Tonaufnahmegerät wirklich alles aufnimmt und nicht bloß leer läuft. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ein netter Kommentar und eins plus wäre auch sehr schön. Merci.